Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Ride Show, meine lieben Freunde. Wir sind wieder live dabei, wenn wir uns zusammen einen Ride anschauen. Und heute ist es ein großer Ride mit sehr viel Theming. Denn dieses Projekt hier ist schon zweimal abgebrochen, weil es abgestürzt ist. What the fuck? Dieser Park ist schon zweimal abgestürzt. Das ist jetzt Last Try. Dann muss eben Blueheim at the Land of the Mystic muss dann eben ad acta gelegt werden, tut mir leid. Aber ich versuch's jetzt noch einmal. Dieser Park, beziehungsweise diese riesige Achterbahn, ist von Galchen BTH und wurde mir empfohlen von, ich glaube, One Bad Pick und Jason. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass ihr gemeint seid. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Und ja, es wird natürlich nicht realistisch, das ist aber bei der Rideshow ist mir das scheißegal. Ich will hier einfach nur geile Rides sehen und erleben. Und hier sehen wir schon, wo es hingeht. Leute, es die Häuser und die Inseln schweben hier einfach in der Luft rum. Es wird fantastico. Ja, wir sind so ein bisschen, ja, ein bisschen Karibik, bisschen Piratenflair, aber auch so ein bisschen asiatisch. Ja, es ist irgendwie sehr, sehr mixturmäßig hier alles. Aber das macht ja gar nichts. Wir haben hier fliegende Schiffe, wir haben gestrandete Schiffe, wir haben alles. Wir haben so viel, ja, wir haben ein paar Karussell. Also es ist ein kleiner Park tatsächlich, mit dem Fokus natürlich auf diesem riesen Coaster, den wir natürlich jetzt gleich fahren werden. Das hier ist ja auch geil, ne? Das hier ist ja auch geil. Schöner Sessellift hier, der hier über den Park führt. Sehr, sehr geil gemacht. Der ist wahrscheinlich aus dem Toolkit, könnte ich mir vorstellen. Sehr, sehr cool. Funktioniert nur leider nicht. Das hoffe ich, dass es das bei Planet Coaster demnächst irgendwann mal gibt. Dann auch mit Funktion, das wäre doch sehr schön. Ach, es sieht einfach fantastisch aus. Man fühlt sich hier wirklich wie in einer komplett anderen Welt und da ist der Realismus wegen mir ganz hinten angestellt. Ist mir vollkommen egal. Und hier geht's zu Blueheim. Ich glaube, Blueheim heißt dann auch der große Coaster und ich glaube, dass das hier der Entrance ist und da gehen wir natürlich direkt rein, ehe das Ding jetzt hier irgendwann wieder abstürzt. Ich glaube, das erste Mal hat das gar nicht erst geladen, da ist er schon während im Laden abgestürzt. Und beim zweiten Mal, glaube ich, bin ich hier so ein bisschen rumgesurft. Egal. Unter Wasser hier. Schöne Unterwasserwelt hier. Seit wann gibt's Fische, Alter? Die sind alle aus diesem Toolkit-Teil, oder? Was geht denn hier ab? Das ist ja mega. Das sieht mega aus. Also geil, man kann jetzt auch richtig Aquarien machen. Leute, Alter, das geht ja, sogar der Coaster geht hier. Okay, wir lassen den Realismus einfach mal weg. Aber es könnte ja auch ein Fake-Aquarium sein, natürlich. Ne? Ich glaube, es ist ein Fake-Aquarium. Es ist trotzdem Luft da drin. Es sieht nur so aus wie ein Aquarium, liebe Leute. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht auf Realismus achten. Und das wollen wir auch nicht tun. Deswegen ist es scheißegal. Es ist wegen mir ein Aquarium. Ach, guck mal hier, geil. Es ist, also, dieses Spiel ist einfach nur bombastisch. Man muss es einfach sagen. Alter, die Wertung. Ein riesiger Coaster. Ja, aber mit solchen Wertungen dann direkt, das ist natürlich nicht schlecht. Wir setzen uns rein und Mr. Blueheim himself, Ricardo Berganeschi, drückt hier das Knöpfchen und wir gehen hier direkt runter in das Aquarium rein, meine lieben Freunde. Und es ist natürlich mega laggy hier, aber was soll's. Oder es sieht trotzdem einfach nur fantastisch aus. Alter, das ist ja hier wirklich mega krass. Und dann geht's hier auf den Lifthill fahren wir. Also nach der Aquarienwelt dann hier ab in die Freiheit. Und überall fliegen uns hier, ich weiß nicht, kleine Feen entgegen. Alter, wie das hier aussieht. Das sieht aus wie so in so einem Manga- oder Anime-Film. Keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht. Ne? Ich wollte nur mal komische Begriffe in den Mund nehmen. Auf jeden Fall gut gemacht, dass hier der Lifthill auch relativ schnell. Jetzt sind wir auf einmal in Hobbingen. Mein lieben Freund, Alter, wie es aussieht, oder? Wie es aussieht. Das ist wirklich eine andere Welt. Und in eine andere Welt kann man auch nur eintauchen oder fast nur eintauchen, wenn man eben dann auf den Realismus pfeift. Aber das ist in dem Falle vollkommen egal. Wir hatten ja vor einiger Zeit, die schon sehr lange zurückliegt, hatten wir auch mal einen Coaster Alien, der natürlich auch komplett unrealistisch war, aber auch mega, hat mega Bock gemacht, das Teil. Ja. Und das hier steht dem, glaube ich, in nichts nach. Das ist hier schon ein ganz, ganz großes Kino. Wir jetzt oben an dieser, wie wir immer höher fahren einfach. Ich weiß gar nicht, wann hier mal finito ist. Aber es ist ganz cool gemacht, dass es nicht ein mega langer Lifthill ist, sondern man zwischendurch dann immer noch mal ein bisschen was sehen kann. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Jetzt geht's runter. Sind wir oben?
Ich weiß es nicht. Oder ist es nur ein kleiner Bereich? Nee, da kommt schon wieder der nächste Lift hin. Ist trotzdem cool. Und dann hier die schwebenden Schiffe. Wo sind wir hier, Leute? Blueheim. Naja, was ist Blueheim? Ein verlassener Ort? Ein vergessener Ort? Jetzt kommt der lange Lift. Alter, wie hoch ist denn bitte dieser Coaster? 500 Meter? Ja, kommt man durchaus hin, oder? Boah, das ist natürlich krass. Und wie es hier wieder aussieht. Leute. Das ist einfach nur krass. Stellt euch nur mal vor, dass es den gibt. Dass Inseln, Steininseln schweben können mit Häusern drauf. Stellt euch doch nur mal vor, wie geil das wäre, hier hochzufahren. Natürlich, die gewissen Sicherheitsstandards sind abgedeckt. Das ist ganz klar. Ich glaube, jetzt sind wir am Highest Point angelangt. Jetzt sind wir ganz oben, meine lieben Freunde. Das hier ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt und ab jetzt geht es los, würde ich sagen. Geile Häuser hier, geiles Streaming hier oben. Ah, das ist einfach, das sieht einfach geil aus. Ich muss es einfach so sagen. Wie viel Arbeit das ist und was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier noch lange geschippert hier, jetzt hier schöner Dropkick oder was? Oh Leute, jetzt geht's runter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und dann hier richtig schön smooth durch die Dinger durch hier. Alter, wie viel Speed haben wir denn hier drauf? Das sind nur 300 km/h. Und dann geht's hier hoch, alter Schwede. Aber smooth wie die Kacke. Mega geil. Also wenn du da keinen Schiss kriegst, dann weiß ich's nicht. Stellt's euch nur mal vor. Der AMC hier ohne Stützen. Ein paar Schiffe, die ihn halten. Sehr, sehr geil. Aber wenn Inseln schweben können, können auch Schienen schweben. Das ist ja wohl ganz klar. Geile Inversion hier. Alter, das ist XXL. Und da sehr schön gemacht, diese Abzweigung, wo man denkt, man kracht da in diesen Ballon rein. Alter, es sieht einfach nur fantastico aus. Boah, und jetzt, alter Vater hier. Über 90 Grad hier nochmal smooth runtergedrückt. In die Kristallhöhle rein. Liebe Freunde, hier der Wasserfall und dann geht's hoch. Geil gemacht, das sieht einfach nur fantastisch aus. Ein XXL-Coaster par excellence, meine lieben Freunde. Boah, und da drückt's einem wieder das Herz in die Hose und dann wieder nach oben ins Hirn und jetzt ist er abgestürzt. Oder speichert er oder was? Oh, er ist doch nicht abgestürzt. Wow, es geht noch weiter, Leute. So weit war ich noch nie. Bitte stürzt jetzt nicht mehr ab. Ich will die Folge bringen. I want to bring it on my channel, yo. Come on. Yes. Geiler Riesenlooping hier. Boah. Da wird man frei. Ja, da wird man frei von allem. Vielleicht auch vom Leben. Man weiß es nicht. Aber es ist schon relativ smooth. Ich meine, wenn man jetzt in so einer Kuppel säße, also nicht Kuppel, aber wenn man nicht frei in der Luft wäre, würde das ja fast gehen. Ja, es ist jetzt hier nicht komplett, also die Fahrt an sich ist nicht komplett unrealistisch, möchte ich meinen, oder? Es ist natürlich mega schnell, aber da braucht man halt eine Kuppel um sich rum, damit man den Fahrtwind nicht in die Augen kriegt. Weil sonst könnte es sein, eine Fliege und du bist tot. Die Fliege kommt mit so einem Karacho in deinen Körper, dass sie direkt hinten wieder rauskommt. Ohne lange in deinem Körper geblieben zu sein. Das kann natürlich sein. Und dann hier schön in die Höhlen, in die Kristallhöhlen. Und langsam aber sicher nehmen wir hier ein bisschen den Speed raus. Wir sind wieder am Boden der Tatsachen so ein bisschen angelangt. Es fängt wieder an mit den kleinen Feen, die hier rumschweben. Hier wieder Kristallhöhle. Sehr schön. Ah, Leute. Das haut einem hier wirklich die Socken um die Ohren. Ah, ich weiß gar nicht, wie viele Inversionen wir jetzt hatten, aber es sind schon einige. Mega. Durch die kleine Schlucht hindurch. Man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Wie lang ist das Ding eigentlich? Boah. Das ist ja auch einiges, ne? Boah, das sieht ja geil aus hier. Durch das Wurzelwerk durch. Mega. Oh Gott, wie geil sieht es aus. Diese kleinen Piratenhöhlen. Überall gibt es Kaffee. Und jetzt geht's ins Grüne. Ah, mega geil. Plötzlich wieder voll viel Speed. Alter, gehen wir gerade runter?
Man weiß ja gar nicht, ob man hoch, runter oder sonst wie geht. Jetzt hier sehr schön mit dem Speed gespielt. Sehr fein. Die Arbeit. Allein dieses ganze Wurzelwerk hier anzubringen. Jetzt weiß man auch, welche, wo die ganzen Teile sind. Mega. Wo sind wir denn hier? Sind wir unter Wasser? Sind wir über Wasser? Ich hab keine Ahnung mehr, Leute. Ich bin raus. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, das soll unter Wasser sein hier. Alter, ist das bunt. Da brauchst du keine Pillen mehr nehmen. Da bist du so schon komplett drauf. Wenn du hier noch eine Line ziehst vorher, dann ist aber komplett Game Over. Mein lieber Vater hier. Oh, aber ein bisschen knapp. Da hat der Hai noch kurz seine Flosse in unser Gesicht gehalten. Aber okay. Sehr schön. Der war getimed. Oder ist er so weggegangen? Ich weiß es nicht. Aber wir sind hier wieder unter Wasser. Fahren wir hier durch. Sehr geil. Wie bunt das einfach ist. Ich weiß überhaupt nicht, welche Teile hier. Kann man eigentlich in dem Toolkit-Workshop-Dingsbums auch Licht machen? Selber? Wobei, einmal braucht man ja eigentlich nicht. Man kann ja alle Farben machen. Leute, ey, was geht denn mit diesem Poster? The End. Wir sind wieder in der Station. Alter. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Liebe Freunde, ein grandioser Coaster, hat mir mega viel Spaß gemacht. Dieser Speed, diese Höhe, dieses Theming dabei, einfach nur grandios. Wunder, wunderbar. Und ich weiß, dass in diesem Park hier noch ein kleiner anderer Coaster ist, aber den kann ich nicht fahren, weil ich Angst habe, dass es abstürzt. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin froh, dass ihr das jetzt hier einmal, dass ich das jetzt einmal durchziehen konnte. Und sage jetzt einfach in dem Falle tschüss, macht es gut, bis zur nächsten Rideshow. Es war mir eine, da ist dieser Coaster, das ist so ein Schwingi, ja, den sehen wir hier. Ist auch jetzt nur so ein kleinerer, der hier nochmal durchführt. Aber ey, das Hauptding haben wir gesehen und ihr seht schon, wie das hier, bam, die Kurve hier. Alter, mega, einfach richtig, richtig krass. Geil gemacht, geiles Theming, überall was zu sehen. Mega bunt, mega schön, ich hatte meinen Spaß. Und sage jetzt tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal zur Rideshow. Ich freue mich auf euch, euer Brilli. Ich bin raus.